So, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Kochvideo. Dieses Kochvideo hätte eigentlich schon letzte Woche erscheinen sollen, aber da gab es Aufnahmeprobleme bzw. gab es dann Speicherprobleme, weswegen ich das jetzt hier alles nochmal machen muss. Gut, was gibt es heute? Heute gibt es mal etwas für den Grill oder auch für die Pfanne sozusagen. Man kann da zwei verschiedene Varianten machen, also entweder halt die Grill- oder Pfannenvariante oder man lässt die Fleischstücke ein bisschen größer und kann das dann nochmal alles in den Ofen schieben, wenn man das zu Hause macht. Aber ich mache jetzt mal sozusagen die Lagervariante davon. Und es gibt jetzt Schweinefilet mit Kresse Speckmantel. So, als erstes bearbeiten wir unsere Kresse. Die wird jetzt einfach nur noch mal ein bisschen kleiner geschnitten. Muss gar nicht so fein sein. Aber Hauptsache, sie ist halt ein bisschen. Bröseliger, sag ich mal. Das soll es jetzt an sich auch gewesen sein. Das kommt jetzt hier in diese Schale hinein. Falls ihr jetzt die, ich sag mal, gekaufte Variante nehmt, also nicht aus dem eigenen Garten, da würde ich euch von diesem, es gibt ja immer diese kleinen viereckigen Packen von Kresse, und da würde ich euch jetzt empfehlen, pro 250 Gramm Fleisch so ein Päckchen. Ne? Einfach nur, damit ihr eine Vorstellung habt, wie viel Kresse ihr da nehmen könnt. Und ja, einfach nur, dass es dann auch genügend ist, genügend und ausreichend. So, da kommt jetzt Salz hinein. Dann nehmt ihr bitte einen Teelöffel pro Kilo Fleisch. Vermengen. Gut. Nun kümmern wir uns um das Fleisch. Dann nehmt ihr bitte Schweinefilet. Ich selbst habe jetzt naja, nur ein halbes Kilo genommen, weil für mich alleine das ist immer so eine Sache. So. Falls ihr das im Ofen macht, dann wird da so ein Teil schon ausreichen. Ja. Dann bräuchtet ihr das gar nicht so klein zu machen, aber ich mache das jetzt ein bisschen kleiner. Denn ich werde es gleich in der Pfanne machen, am offenen Lagerfeuer. Und demzufolge habe ich dann natürlich das Problem, es muss ja bis zum Ende Hitze abkriegen. Und bevor mir dann die Kresse verbrennt, mache ich lieber kleinere Stücke. Also kann man eigentlich so eine von diesen Scheiben vierteln, wenn man das so möchte. Genau, hat man ein Stück, macht man vier draus. Glaube ich, für die Grillvariante die bestmögliche Variante. Gut, das Fleisch kommt jetzt in unsere Kressemasse hinein und wird dort jetzt einfach nur richtig schön durchgemengt, dass alles von unserem Fleisch ein bisschen Salz, ein bisschen Kresse abkriegt. Jetzt seht ihr schon, wir haben überall unsere Kresse dran. Dann kommen wir nun zu unserem Speck. Ich habe jetzt hier geräucherten Schwarzwälder Schinken genommen. Und hier drinnen rollen wir uns die Stücken einfach ein. Nehmen einen kleinen Pieker, nehmen einfach einen Zahnstocher oder ein Holzstäbchen. Und das wird dann einfach festgepiekt. Und schon haben wir so ein kleines, ja, Röllchen. So, und das machen wir so mit allen unseren Fleischstücken, bis wir keinen Speck und kein Fleisch mehr haben. So, jetzt sind sie fertig und jetzt geht's an den Grill bzw. an die Feuerstelle. Zum Anbraten nehme ich jetzt einfach noch ein bisschen Schmalz und wir sehen uns gleich wieder.
Die sind fertig, unsere kleinen Spießchen. Und da bin ich mal gespannt, beziehungsweise ich kenne den Geschmack ja schon, aber mal gucken, wie sie diesmal geworden sind, ob sie genauso sind wie das letzte Mal. Ich würde sagen, sogar noch besser. Also zum einen hat man das Schweinefleisch natürlich als Geschmacksträger, den Speck natürlich mit der Räuchernote, ist gerade dadurch, dass es über offenem Feuer gemacht wurde, natürlich noch mal ein bisschen intensiver auch. Genauso diese salzige Note mit der Kresse. Also die Kresse ist so leicht im Hintergrund spürbar, aber man merkt definitiv, dass man auch mit Kresse gewürzt hat. Und ich finde diese Kombination aus diesen Geräucherten, aus der Kresse, das finde ich persönlich sehr angenehm. Und jetzt auf jeden Fall mal so ein etwas anderer Akzent, den man nochmal mit hineinbringt. Also von daher für die nächste Grillfeier oder auch, wie gesagt, ihr könnt es auch gut in der Pfanne machen oder im Ofen am Ende, wenn es ein bisschen größer sein soll, auch noch auspacken. Ich denke, da gibt es nochmal einen ganz anderen Geschmack. Aber so finde ich es eigentlich schon mal perfekt. Gerade für Lager natürlich sehr gut geeignet. Na, wenn man so kleine Häppchen mitmachen möchte oder so für den Abend, das ist eigentlich wunderbar. Von daher freut es mich, dass ihr mir zugeschaltet habt und ja, da hoffe ich mal, falls euch das gefallen hat, dass ihr da auch ein schönes Abo da lasst, da würde ich mich freuen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder, nächste Woche. Und was es da Feines gibt, das seht ihr dann. Bis dann, euer Schlemmergermann. Ciao.